Hallo, ich freue mich heute, diesen wunderschönen Wein mit euch zu verkosten. Heute haben wir den Weidermalberg 2009er Weidenberg Grüner Veltliner. Das Weingut von Peter Weidermalberg, das befindet sich in der Wachau in Spitz. Und das Interessante an diesem Weinberg ist, dass dieser Weinberg sehr klein ist mit 0,3 Hektar und dass er auch Rebstöcke hat im hohen Alter. Also wir reden hier von 60- bis 70-jährigen Rebstöcken, was natürlich dann auch im Ausbau der Weine sich widerspiegelt in der Konzentration, die sich dadurch entwickelt. Dieser Wein wurde im großen Holzfass ausgebaut, 800 Liter, spontan vergoren. Etwas mazeriert, also 3-4 Stunden hat es Zeit zum Mazerieren. Und ich freue mich, diesen Jahrgang unbedingt zu probieren, weil es der erste offizielle Jahrgang auch ist von Peter Weidermalberg. Und darauf freue ich mich jetzt. Also das, was einem direkt auffällt, wenn man sich das Glas anschaut und den Wein, er hat eine kräftig strahlende goldene Farbe. Mit auch so Honignuancen dabei in der Farbe. Wunderschön, also strahlende Farbe. In der Nase haben wir direkt einen Ansatz von exotischen Früchten. Und es geht auch in die Richtung halt von gelben Früchten generell. Der Gaumen ist kraftvoll. Und saftig auf jeden Fall. Hier finden sich auf jeden Fall wieder diese exotischen Früchte. Wir haben hier Ananas, wir haben hier reife Mirabellen. Er ist stoffig, er hat auf jeden Fall diese Kräftigkeit hinter und zeigt aber auch eine gewisse Komplexität. Ich finde auch, man findet leicht nussige Ansätze wieder im Wein, die durch die starke Säurestruktur, die vorhanden ist, gut gestützt wird. Also diese Säure bringt dann so Apfelaromatiken hervor. Also es ist super, eine super Säurestruktur. Und generell findet man auch, finde ich auch in der Nase und im Gaumen, finde ich auch viel Honigmelone vor. Vom Abgang her, ich spüre den immer noch im Gaumen, im Abgang. Er hat einen sehr langen Abgang. Durch die hohe Säure kriegt er auch eine gewisse Rassigkeit. Also mir gefällt dieser Wein sehr gut. Und dass er 13 Jahre auf dem Buckel hat, also er ist sehr gut gereift auf jeden Fall für diese 13 Jahre. Und ich finde es super interessant, wenn man die Weine von Weidermalberg kennt, dass man wieder an den Ursprung geht, einmal dort wieder zu probieren und einfach zu sehen, wie sich die Weine entwickelt haben. Es ist super interessant. Ich wünsche allen noch einen wunderschönen Tag.